Ich arbeite seit über 10 Jahren in der Steuerberatung und seit über 10 Jahren habe ich nahezu die identischen Gespräche mit Mandanten, die relativ kreativ sind und darauf bestehen, dass sie bestimmte Betriebsausgaben doch jetzt ansetzen möchten. Und in diesem Video präsentiere ich dir die 6 Betriebsausgaben, die ich echt schon häufig gehört habe, die du aber nicht absetzen darfst. Hi, mein Name ist Melcher von der Conte Steuerberatung und ganz ehrlich gibt es immer die 2 Arten von Mandanten. Die einen, die viel zu zögerlich sind, die sich gar nicht trauen, irgendetwas abzusetzen und am Ende viel zu viel Steuern deswegen bezahlen. Und auf der anderen Seite gibt es diejenigen, die auf Teufel komm raus auf die letzten 3 Cent bestehen und die unbedingt noch irgendwie absetzen wollen. Da geht es überhaupt gar nicht mehr um das Rational, da geht es auch gar nicht mehr um Pragmatismus, da geht es nur noch darum, so wenig Geld wie nur irgendwie möglich an das Finanzamt zu überweisen. Ganz ehrlich, beides ist vollkommen fein. Aber in diesem Video möchte ich dir einmal 6 Ausgaben vorstellen, präsentieren, zu denen ich jeweils schon zig Diskussionen hatte. Die erste Betriebsausgabe, die du nicht von der Steuer absetzen darfst, ist dein Friseurbesuch. Diese Diskussion habe ich schon sehr oft geführt, tatsächlich auch im Rahmen unserer Videos auf diesem Kanal, im Kommentarbereich und so weiter. Den Friseurbesuch darfst du nicht von der Steuer absetzen. Natürlich ist das so, dass du auch gelegentlich mal zum Friseur gehen solltest. Und wahrscheinlich wirkt sich das auch irgendwie positiv auf deinen Beruf aus. Gerade wenn du als Fernsehmoderator oder auf einer Bühne als Speaker oder wo auch immer tätig bist. Das heißt, wenn du repräsentierst, übrigens auch bei mir, ich setze mich vor eine Kamera und produziere Videos. Natürlich ist es dann sinnvoller, dass ich irgendwie einigermaßen frisiert aussehe. Das Ganze bedeutet allerdings nicht, dass das jetzt eine Betriebsausgabe ist, weil in erster Linie trage ich diese Frisur auch privat. Und es gibt da einen Satz und einen Paragraph im Einkommensteuergesetz, den schauen wir uns einmal an. Und zwar Paragraph 12 Einkommensteuergesetz und da die Nummer 1. Da geht es um Ausgaben, die du nicht absetzen darfst. Und da steht, die für den Haushalt des Steuerpflichtigen und für den Unterhalt seiner Familienangehörigen aufgewendete Beträge. Dazu gehören auch die Aufwendungen für die Lebensführung, die die wirtschaftliche und gesellschaftliche Stellung des Steuerpflichtigen mit sich bringt. Auch wenn sie zur Förderung des Berufs oder der Tätigkeit des Steuerpflichtigen erfolgen. Das bedeutet also, dass es bestimmte Ausgaben gibt, die natürlich auch positiv für meine berufliche Entwicklung ist oder halt sich positiv auf meinen Umsatz auswirkt, die aber in erster Linie private Ausgaben sind. Aber nur weil diese Ausgabe auch einen positiven Einfluss auf meine Einnahmen hat, bedeutet es nicht, dass ich sie auch absetzen kann. Und dazu gehört halt zum Beispiel der Haarschnitt. Der ist ehrlicherweise in erster Linie privat. Ja, natürlich mache ich da vielleicht mehr Umsätze mit, bedeutet aber nicht, dass ich ihn absetzen kann. Ich finde diesen Satz im Einkommensteuergesetz übrigens auch aus einem anderen Grund ziemlich interessant, weil da steht, die wirtschaftliche und gesellschaftliche Stellung des Steuerpflichtigen mit sich bringt. Das heißt, je nach wirtschaftlicher oder gesellschaftlicher Stellung kann das sein, dass einige Leute Betriebsausgaben absetzen dürfen und andere nicht. Wenn du zum Beispiel, ich würde mal sagen, klassisch zur Oberschicht gehörst, dann werden bestimmte Dinge bei dir eher vorausgesetzt, dass du sie hast. Das ist dann vielleicht Kleidung, das ist dann vielleicht aber auch Mitgliedschaften in irgendwelchen Clubs und Vereinen und sowas, was andere absetzen können, weil das ganz klar Akquiseabsicht ist. Wenn man das aber von dir erwarten kann, in deiner gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Stellung, dann kannst du das tatsächlich nicht absetzen. Wenn das bei dir also einfach dazugehört, in irgendwelchen Clubs Mitglied zu sein, bestimmtes Auto zu fahren, bestimmte Kleidung zu tragen und so weiter, dann kann das natürlich sein, dass du da auch irgendwie Business mitmachst. Das bedeutet dann aber nicht, dass du das automatisch als Betriebsausgabe absetzen kannst. Die zweite Ausgabe, die du nicht als Betriebsausgabe absetzen kannst, ist, wenn du selbst alleine essen gehst. Auch das höre ich relativ häufig. Da geht irgendjemand privat an die Würstchenbude und sagt, ne, das sind ja alles Spesen. Nee, sind es nicht. Du kannst Essen schon als Betriebsausgabe absetzen und zwar im Rahmen von Bewirtungskosten. Das heißt, wenn du einen Geschäftspartner einlädst, du zum Beispiel ein Projekt akquirierst, ihr das Projekt besprecht oder was auch immer. Das heißt, wenn das ein Arbeitsmeeting ist, dann kannst du diese Kosten für diese Bewirtung absetzen. Auch dann nur zu 70%, weil das Finanzamt sagt, naja, 30% ist Essen auch immer noch Privatvergnügen, aber wenn du alleine essen gehst, dann besprichst du kein Projekt, dann akquirierst du kein Projekt und dann kannst du diese Kosten auch nicht absetzen. Übrigens, falls du mal mit jemandem essen gehst, mit dem du auch arbeitest, dann ist das nicht empfehlenswert, dass ihr einzeln bezahlt. Ladet euch lieber abwechselnd gegenseitig ein, weil dann ist es ja ein Geschäftsessen und dann ist es absetzbar.
so als kleiner Praxistipp. Du kannst alternativ aber, wenn du auswärtig tätig bist, Verpflegungsmehraufwandspauschalen absetzen. Dann kannst du nicht die tatsächlichen Kosten absetzen, aber es gibt Pauschalen, die du absetzen kannst für deine eigene Verpflegung. Ich habe ein spezielles vertiefendes Video zu dem Thema Verpflegungsmehraufwand gedreht, das verlinke ich dir oben rechts einmal. Das heißt, grundsätzlich kannst du Kosten absetzen, aber nicht die tatsächlichen Kosten, die du auch irgendwohin zahlst. Eine dritte Ausgabe, die du auch nicht als Betriebsausgabe absetzen kannst, sind Knöllchen. Das heißt, falsch parken, zu schnell fahren und so weiter. Diese Kosten darfst du nicht absetzen. Auch wenn du für deine Arbeit viel zu schnell gefahren bist, um zum Mandanten oder Kunden oder was auch immer zu fahren, kannst du die Blitzer-Tickets nicht in deiner Buchhaltung als Betriebsausgabe absetzen. Das ist nicht erlaubt. Das ist auch doppelt ärgerlich, weil wenn du diese Kosten nicht als Betriebsausgabe absetzen kannst, obwohl das vielleicht sogar ein Firmen-Kfz ist, bedeutet das ja, dass du das aus deinem versteuerten Einkommen zahlen musst. Und das erhöht ehrlicherweise die Strafe gleich nochmal ein bisschen mehr. Hier übrigens ein spannender Fun-Fact. Wenn du in der Bahn sitzt und kein Ticket kaufst und erwischt wirst, dann zahlst du kein Bußgeld oder kein Strafgeld, sondern du zahlst ein erhöhtes Beförderungsentgelt. Und zwar in Höhe von 60 Euro. Das heißt, du zahlst am Ende auch eine Strafe. Allerdings ist diese Strafe keine Strafe oder kein Bußgeld, sondern halt ein Beförderungsentgelt, ein erhöhtes Beförderungsentgelt. Und das bedeutet, dass du dieses erhöhte Beförderungsentgelt auch als Betriebsausgabe, als Reisekosten ganz normal in der Buchhaltung absetzen kannst. Was lernen wir daraus? Steuertipp des Jahres. Lieber lass dich in der Bahn beim Schwarzfahren erwischen, als vom Blitzer auf der Straße. Und dann gibt es noch drei Betriebsausgaben, die ehrlicherweise in der Praxis auch immer wieder versucht werden. Ich möchte dir aber sagen, dass das so offensichtlich ist, dass man das nicht akzeptieren kann. Ich habe zum Beispiel mal eine Buchhaltung gemacht von einem dreifachen Familienvater. Erstmal ist ja vollkommen fein. Der hat aber immer im August und im September so ganz viele Schnellhefter gekauft. Und witzigerweise auch so Schreibübungshefte und so weiter. Vielleicht kennt ihr die so mit Dach und Erdgeschoss und Keller, wo man dann so schön Schreibschrift üben kann und so weiter. Ehrlicherweise kann ich nicht nachvollziehen, warum ein Architekt mit 20 Jahren Berufserfahrung in seiner Arbeit zu einer Zeit, wo gerade Schulanfang ist, jetzt unbedingt Schreibschrift üben muss in seinem Unternehmen. Ich denke, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Natürlich kannst du für deine Arbeit Bürobedarf kaufen, natürlich kannst du Papier kaufen und Stifte kaufen und so weiter. Aber wenn bestimmte Ausgaben so offensichtlich nicht für dich, sondern für deine Kinder sind, dann zahl das bitte privat und nicht über die Firma. Ein weiterer Punkt, der in der Buchhaltung auch immer sofort auffällt und was du eigentlich auch gar nicht erst großartig versuchen brauchst, ist, du hast einen Firmenwagen, der ist Benziner. Dann frage ich mich, warum du ständig Diesel tankst. Oder du hast einen Firmenwagen, schön Tesla, Elektroauto, und du fährst ständig an die Tankstelle zum Tanken. Ganz ehrlich, das ist auch so offensichtlich, dass es fast eine intellektuelle Beleidigung für einen Steuerberater und auch ehrlicherweise fürs Finanzamt ist, das zu versuchen irgendwie abzusetzen. Wenn du privat einen Diesel hast und beruflich als Firmenwagen Benziner hast, dann trenne das bitte. Das sieht jeder sofort, dass du da irgendwas durcheinander mischst. Da muss man nicht groß irgendwie Sherlock Holmes auspacken. Das weiß man sofort, dass da irgendwas nicht passt. Deswegen trenne bitte die Kosten für dein privates Auto und dein Firmenwagen. Und übrigens, Autowerkstätten schreiben in der Regel das Nummernschild für das jeweilige Auto oder zumindest das Modell auch auf die Rechnung. Also auch bitte diese Kosten sauber trennen und nicht einfach pauschal alles in die Buchhaltung packen. Das wird sowieso nicht als Betriebsausgabe erfasst. In die ähnliche Richtung geht mein letzter Punkt, und zwar geht es um Reisekosten, speziell um Hotelrechnungen. Natürlich kannst du im Rahmen deiner Selbstständigkeit Reisekosten haben. Natürlich kannst du auch Hotelübernachtungen grundsätzlich als Betriebsausgabe in deiner Buchhaltung berücksichtigen. Wenn aber regelmäßig der Name deines Ehemannes oder deiner Ehefrau oder Freundin oder wem auch immer als Gast auf diesen Rechnungen steht, dann ist das relativ offensichtlich, dass das keine reine Betriebsausgabe ist. Das heißt, entweder war die Reise wirklich privat oder sie war zum Teil privat und so weiter und dann müssten die Reisekosten aufgeteilt werden und so weiter. Zu diesem ganzen Thema gibt es ein vertiefendes Video, das verlinke ich dir oben rechts einmal. Ich möchte dich hier an dieser Stelle nur darauf aufmerksam machen. Bei sämtlichen Rechnungen, gerade bei Hotels, stehen in der Regel die Gäste dabei. Und wenn diese Reise nicht rein betrieblich war, dann kannst du diese Kosten auch nicht rein betrieblich absetzen. Deswegen auch da, versuch das nicht großartig. Das weiß jeder, der irgendwas mit Steuern zu tun hat und natürlich auch das Finanzamt weiß, dass man das so ziemlich einfach herausfinden kann. Und deswegen würde ich dir empfehlen, spar dir den ganzen Versuch, spar dir die Diskussion. Das Ganze haben ziemlich sicher schon Millionen Selbstständige vor dir auch versucht.
Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir ein bisschen mehr Klarheit geben und du weißt jetzt, welche Ausgaben du bitte nicht mehr in deiner Buchhaltung erfassen solltest. Wenn du noch ganz wilde Betriebsausgaben hast, bei denen du dich schon immer mal gefragt hast, ob das eigentlich geht, auch gerne theoretische Überlegung, dann schreib uns doch gerne einen Kommentar unter diesem Video und lass uns gemeinsam darüber diskutieren, wann, unter welchen Umständen das eventuell vielleicht doch absetzbar wäre. Wenn du selbstständig bist und einen Steuerberater brauchst, der dir bei deiner Buchhaltung, deiner Steuererklärung und so weiter weiterhilft, dann schau dir doch einmal unser Angebot an. Wir sind nämlich spezialisierte Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige und ich möchte nicht sagen, dass wir gerne diese Gespräche mit dir ständig führen, ob du jetzt deinen Benziner mit Diesel tankst oder nicht, aber wir können dir natürlich dabei helfen, die richtigen Ausgaben vernünftig zu erfassen oder machen das für dich. Wie wir dir ganz konkret weiterhelfen können und was du davon hast, wenn du uns als deinen Steuerberater beauftragst, das erfährst du, wenn du hier klickst. Du kannst aber natürlich auch erstmal die weiteren Videos auf diesem Kanal anschauen, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.